Heute ist es soweit. Wir werden heute erfahren, wer der Sieger vom Einsteigerpokal wird. Zur Auswahl stehen Mario und Daisy. Doch zuvor sehen wir uns das Spiel um Platz 3 mit Donkey Kong und Peach an. Die beiden treffen auf dem Schlachtfeld aufeinander. Und wir haben ja gesehen in den Halbfinals, Peach gewinnt das zweite Halbfinale mit 3:0, aber durch ein 7:0 fliegen sie doch raus. Und natürlich sehr zu empfehlen, Daisy gegen Donkey Kong, dieses ewig lange Spiel, was nicht enden wollte und nach 7 Minuten 17, glaube ich, dann die Entscheidung gefallen ist. Damit geht's los in Spielplatz 3. Donkey Kong, passt zurück. Und der Koopa will ihm direkt zurückpassen, aber doch, Donkey Kong steht selbst im Weg. Und erstmal ein bisschen verwalten von Donkey Kong. Koopa passt raus, in die Mitte, eigentlich gut geplant, doch, wird nichts aus. Doch, schon wieder ist Donkey Kong im Angriff. Birdie wird weggehauen, der andere Birdie auch, der Ball liegt oft alleine rum. Und die hauen sich nur weg. Jetzt, pass nach vorne. Birdo ist ganz alleine vor dem Torwart. Passt rüber auf Peach, mit Peach und Peach schießt doch. Gehalten, Nachschuss wird abgewehrt vom Torwart. Jetzt, Donkey Kong. Vorne auf der Seite, passt Traumflanke in die Mitte. Und Schuss, Nachschuss eventuell. Nee, Birdo steht im Weg. Der Ball kann gar nicht zum Cooper kommen. Jetzt, eine Riesenbombe haut die zwei Verteidiger Coopers von Donkey Kong weg. Und der Torschuss ist aber nicht weiter gefährlich. Jetzt, vorne, Stachelpanzer kommt vor Cooper, doch der andere Cooper rennt. Birdo verfehlt ihn, ganz weite Flanke zurück, Weitschuss, Nachschuss eventuell, Birdo sieht den Ball nicht, nochmal weggehauen und auf der anderen Seite geht's weiter mit Peach. Peach schießt auf den eigenen roten Panzer, der gerade noch abgefeuert wurde von dem eigenen Team. Jetzt in der Mitte, Donkey Kong bekommt den Ball zurück, passt nochmal ein paar Mal mit Koopa und Birdo fängt den Ball, Donkey Kong bekommt ihn, Flanke rüber, ganz weit hinten. Gemetzel im Strafraum, vor dem Strafraum, Torwart nimmt den auf, Peach auf der anderen Seite, Traumpass nach außen. Und da ist das Tor, das erste Tor in dieser Endrunde quasi, im Spiel um Platz 3, nach 1 Minute 12. Das erste Tor hier rausgespielt durch Birdo, der ins kurze Eck versenkt, nachdem der Torwart noch sich auf Peach fokussiert hat, die weiter hinten stand. Und damit ist es schon der zweite Anstoß für Donkey Kong in diesem Spiel. Und sie machen es weiter, wieder ein bisschen verwalten, doch der Fehlpass zu Birdo, der noch den Flanke von Peach vorne. Aber Donkey Kong schafft es heute ziemlich stark zu passen. Lupfer von Peach auch nicht drinne. Ich habe den schon fast drin gesehen. Und jetzt Birdo in der eigenen Hälfte, passt raus. Hohe Flanke zurück. Donkey Kong bedrängt Daisy ziemlich gut, Peach. Und jetzt Traumflanke in die Mitte, Tor! Über den Torwart drüber. Über den Torwart drüber, ein straffer Schuss. Der Torwart, wir können es nochmal anschauen. Hier schaut genau auf den Ball, schaut genau auf den Ball. Und dann kam er doch schneller als erwartet. Und er springt noch hinterher. Nach aber einer Minute 38, den mit einem Zeitfall bekommt er nicht mehr. Versenkt Cooper die Kugel im Netz und gleich somit. Damit ist das Spiel wieder ausgeglichen. Und es ist noch mehr als die Hälfte zu spielen. 2 Minuten 22 noch. Und Donkey Kong bekommt direkt den Ball, doch ist zu spät an der Stelle. Der Torwart ist viel eher da. Und Peach auf der Seite schafft noch den Schuss, aber im gleichen Moment wird sie weggehauen. Kein straffer Schuss. Und jetzt gut gemacht von Peach. Vereist, Traumpass auf die Seite und gehalten Nachschuss. Der ist drinne. Das haben wir schon öfter gesehen jetzt. Das ist der Nachschuss, der dann nach dem eigentlichen Schuss folgte, wo der Torwart dann an der Seite lag oder so, dass der noch drin gelandet ist. Und wieder kurze Zeit auch später, gut gemacht, nach allgemein. Jetzt sehen wir es nochmal aus der Torwartperspektive oder so ähnlich. Und zum 2:1 aber allgemein ziemlich nah rangezoomt. Donkey Kong hat schon den dritten Anstoß in diesem Spiel. Und so schnell kommen die auch nicht nach vorne. Zwei Bananen und ein Stachelpanzer verhindern das, aber irgendwie schon wieder der eigene Panzer verhindert die Torschance für Team Peach. Und Bowser taucht auch in der Mitte des Spielfelds auf. Donkey Kong verfehlt beide Birdos, die sich den Ball dazu spielen. Doch jetzt ist eigentlich Koopa vorne alleine, haut erstmal alle weg, doch wird dann selbst in die Elektrobande gehauen. Jetzt ganz vorne ist der Koopa zur Stelle als Verteidiger und passt nach vorne, Donkey Kong ausgeholt und Peach auf der Seite. Was macht sie? Sie passt nach vorne, doch der Verteidiger Koopa, der ist heute ziemlich stark, der ist ziemlich aufmerksam, sieht direkt, wenn ein Verteidiger kommt und haut ihn direkt weg in die Bande oder sonst wohin. Jetzt Donkey Kong holt sich den Ball wieder von Peach. Und jetzt sind schon wieder die Panzer im Weg. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Jetzt ist Peach ganz alleine. So, lädt den Schuss auf. Doch von hinten kommt der Koopa, der, wie gesagt, aufgepasst hat in das Spiel. Jetzt die Banane von eben, von voreben. Gibt's das? Nee, gibt's nicht. Lag noch im Weg. Jetzt Koopa alleine auf vom Tor. Lädt auf. Schießt doch nicht rechtzeitig ab. Und wieder ist Peach am Drücker. Aber die schon wieder in der Elektrobande liegt.
jetzt die Flanke, aber da steht keiner. Cooper hängt im Boden drin. Und jetzt, Pass rüber. Das war gut gespielt. Jetzt vielleicht ins kurze Eck. Nee, Torwart ist benommen. Aber Torwart ist wieder auf den Beinen. Das hieß jetzt gerade nur Zeitschinden. Aber Donkey Kong muss sich beeilen. Rote Panzer treffen immer. Kenmas, Marikat. Und jetzt, Cooper, vorne, Donkey Kong, Schuss, Nachschuss, nein! Ganz, ganz knapp bekommt der Böde ihn vorher. Jetzt, die blauen Panzer versperren auch den Chance für Sieg doch, für die Chance für Daisy meine ich natürlich. Und Nachschuss ist auch nicht angekommen. Jetzt Daisy schon wieder im Ball. Fast wurde sie wieder vom blauen Panzer getroffen. Das wäre so typisch für dieses Spiel. Jetzt Cooper alleine rausgespielt. Doch, der rote Panzer, der explodiert. Vorher und jetzt nochmal, Cooper. Von weiter hinten. Nee, aber zu Donkey Kong auf der Seite bekommt er auch nicht. Er passt nach vorne und jetzt Cooper nochmal, aber er verfehlt den Ball. Er kann ihn nicht festhalten. Er war so überrascht, dass der Ball kommt. Und jetzt ist das Spiel aus. Das Spiel wird abgepfiffen. 2:1 gewinnt Peach und kriegt damit die nicht vorne Bronzemedaille. Belegt den dritten Platz und gewinnt damit wir sehen noch das Spiel Minuten. Im Platz 3. Und Peach, wird dritter Platz. Wenn sogar eine Parade dabei sind, dann waren die Tore anscheinend nicht spektakulär, aber das hier war schon ziemlich stark. Auch stark geschossen, klar. Und wahrscheinlich sehen wir gleich noch das Siegtor oder den Siegtreffer. Wir schauen mal. Ja, hier. Rüber gepasst. Dann gehalten und wir sehen leider nicht alles. Und das ist der verdiente dritte Platz für Team Peach. Und somit herzlich willkommen zum großen Finale, was heute in der Bowser Arena ausgetragen wird. Peach und Mario stehen bereit, um es allen zu zeigen, wer hier wirklich der Allerbeste sein wird. Und da ist auch schon, ich will noch die Einleitungsworte sagen, und da ist das erste Tor für Team Daisy direkt nach dem Anschluss, nach 5 Sekunden, nach vorne geflankt. Und ist lange Eck von Team Daisy. Dass sie hier auch Tore schießen gut gemacht, können. Auf jeden Fall. Direkt vom Anschluss weg, Flanke vorne auf Daisy und Fallrückzieher in die Maschen. 1:0 im Finale. Der erste. Wollen sie wirklich auch zeigen, um meine Einleitungsworte nochmal aufzunehmen, dass sie die Allerbesten sind? Das können sie jetzt zeigen. Jetzt. Team Mario liegt zurück nach 5 Sekunden. Aber es sind natürlich dann auch dementsprechend noch 3 Minuten zu spielen. Und Gemetzel gehört natürlich immer dazu. Doppelpass, Flanke und grüner Panzer. Am Schluss kein Tor. Doch, der Toad wird von einem eigenen Kollegen angeschossen. Und Mario kann den Schuss aber vorne nicht verwerten. Doch, jetzt die Flanke rüber. Doch, Birdo steht direkt am Mann. Und Daisy kommt alleine von der einen Seite. Was macht sie? Sie macht einen Superschuss. Doch, sie war so überrascht wahrscheinlich, dass der Torwart nicht drangegangen ist. Und hat ihn komplett verzogen. Schade. Das hätte theoretisch die Führung nochmal ausgebaut. Aber jetzt auf der anderen Seite. Team Mario versucht immer noch auf den Ball drauf zu gehen und so. Aber sie holen sich ihn auch oft. Aber die Schüsse oder die Flanken sind dann doch zu ungenau, haben wir eben gesehen. Direkt beim Torwart gelandet, jetzt der Fehlpass vorne. Traum, Flanke, rüber, Nachschuss eventuell. Nein, der Birdo geht auf Nummer sicher, haut ihn vorher weg. Doch Mario rächt sich direkt. Weicht auf die Bananen aus, sodass der Birdo in die eigenen Bananen läuft. Und da bleibt es trotzdem am Item so halb eng jetzt. Traumflanke, sondern nur Flanke rüber. Aber erstmal geklärt. Jetzt auf der anderen Seite Daisy bekommt den Ball, wird vorher weggehauen, bevor sie zum Kopfball oder sonst was ansetzen kann. Und Mario bekommt den Ball nach vorne, nach abgeblockter und Nachschuss, nach Lupfer. Doch gehalten und der dritte Nachschuss wurde auch von Team Daisy unterbunden. So ein schneller Umschaltschuss wieder von Mario, wir kennen es aus dem Halbfinale. Was für eine gute Taktik, jetzt ein Superschuss von Mario. Beide Stellen zu hoch angesetzt. Wird das ein Tor? Es kann ja immer sein, dass es ein Tor wird, aber diesmal nicht. Jetzt Daisy. Wird vereist, doch kann den Ball größtenteils weiter passen, aber Daisy ist dann doch zu weit weg.
Und vorne, Mario passt lieber nochmal zurück, weil er wahrscheinlich direkt weggehauen wird. Jetzt nehmen zwei Würdes den Mario in die Zange. Vorne Toad, Nachschuss, eventuell näht ihn auf. Torwart bekommt ihn. Stachelpanzer, haut gleich beide weg. Doch der, der gerade wieder aufsteht, der bekommt den Ball gegen die Füße, kann nichts machen, aber verhindert somit einen weiteren Pass. Jetzt weite Flanke und weiter Schuss von Team Daisy. Und der Ball liegt vorne bei Toad, der lädt auf. Doch die grünen Panzer sind auch zur Stelle. Jetzt andere Toad, er luft. Der Torwart kann nur abklatschen und Team und Mario ist wird weggehauen von Birdo. Auf der anderen Seite vereisen die Toads Daisy. Jetzt schon wieder Toad vorne. Die machen echt eine krasse Spitze vorne. Und jetzt rüber. Was ist das? Das ist das Tor. Das ist das Tor. Der ist einfach hier abgewehrt. Der eine Toad verfehlt ihn. Der andere Pass hier nach vorne, der weicht aus. Und dann geht er gegen die Latte und gegen den Pfosten und dann rein. Können wir der Torlinientechnik bitte nochmal sehen? Oder irgendwie sowas? Weil das war schon ziemlich knapp. Nee, wir brauchen keine Torlinientechnik. Hier sehen wir es. Was ist das für ein knappes Tor? Das war mehr Glück als Können. Aber Team Mario macht natürlich auch Druck. Aber es war natürlich auch von Team Daisy gut gespielt und sehr überraschend, dass sie nach einer Minute oder nach ein paar Sekunden schon das erste Tor hier auf dem Konto haben. Jetzt Team Daisy wieder da vorne, schon wieder so eine Flanke wie beim ersten Tor. Theoretischer Nachschuss, nee, Daisy verfehlt den Ball. Das ist schade. Und Team Mario zündet den Pilz, läuft weit nach vorne, kann ihn bekommen. Doch Daisy schlängelt sich um die Bananen und um die Gegenspieler rum. Und vorne jetzt alleine Spitze, vielleicht hätte man nochmal abpassen können oder abflanken, also eine Flanke nach vorne machen. Das wäre sicher gut gekommen. Und hier Informationen vom einen Birdo, der meint, dass der andere hingeht, aber der andere meint auch, dass er hingeht. Jetzt die Traumflanke rüber, Kopfball gehalten und vielleicht nochmal eine Chance. Mario ist auf der Seite, wird weggehauen vom Stachelpanzer, doch der Ball trudelt zum Torwart. Jetzt die Birdos rennen dem Toad hinterher, der mal wieder schon alleine vorne ist. Das kennen wir so oft, dass die Birdos allein vorne sind und hier war der Toad schon wieder fast beim Nachschuss. Es wird spannend. Daisy schießt ihn drauf. Mario bekommt ihn nicht. Und da verfehlt er den Ball. Er wollte den Gegenspieler weghauen, verfehlt ihn aber. Und daraus resultiert direkt das Tor. Das ist auf jeden Fall ein verdientes Tor für Team Daisy. Es sah alles nach Golden Goal aus. Doch, hier sehen wir es nochmal. Er springt daneben neben den Ball. Er wollte Toad weghauen, aber wollte den Ball irgendwie nicht berühren. Warum auch immer. Er ist nicht an den Ball rangegangen und direkt bestraft von Team Toad. Team Mario natürlich vom Toad mit einem langen Kopfball. Schnelles Umschaltspiel, wie immer. Jetzt. Fast so wie beim ersten Tor, aber der Stachelpanzer ist dazwischen. Das ist höchstwahrscheinlich der Sieg für Mario. Noch 4 Sekunden, noch 0,4 Sekunden und damit siegt Mario 2-1 und gewinnt Mario damit den Einsteiger-Cup. Den ersten Cup von dieser Serie, die ich weiß nicht, wie lange noch dauern wird, aber mit tollen Toren und verdient abgestaubt, zum Beispiel beim letzten Tor verdient, umgeschaltet, stark umgeschaltet mit einem 7-0 im Halbfinale und mit sogar einer Niederlage in der Vorrunde, trotzdem überragenden Leistungen, gewinnt Team Mario den Einsteiger. Herzlichen Glückwunsch an Team Mario und wir sehen uns in irgendeinem nächsten Video hier.